Mal wieder eine kleine Aufzeichnung von einem GCL-War von NC gegen GTF. Das ist jetzt sehr relativ kurzfristig. Ich werde jetzt gleich mal ganz kurz in die Lobby gehen, den Leuten Bescheid sagen, dass die Aufzeichnung läuft. Dann können wir auch gleich mit dem Spiel anfangen. So. Hallo? Hört mich jemand? Hallöchen. Hi. Hi, okay, also ich wollte nur Bescheid sagen, die Aufzeichnung läuft und theoretisch könnten wir von meiner Seite aus jetzt anfangen. Sauber. Wir sind auch ready. Ich glaube drüben auch. Also Okay, fangen wir jetzt mal an aufzunehmen. perfekt, dann gehe ich mal ganz kurz wieder rüber in meine Party und ja, dann auf jeden Fall viel Erfolg und viel Spaß. Genau. Danke. Bis Jo. dann. So wie es aussieht, geht es jetzt auch gleich los. Bin ich mal gespannt. Wir spielen jetzt auf der ersten Karte hier Begegnungsgefecht Flugplatz. Schauen wir mal, was für ein Setup die beiden Teams hier spielen. Aha, okay. Okay. Sieht schon mal sehr interessant aus. Also. Warten wir mal noch kurz auf den Romagnoli und auf Panic Records. Ah, okay. Also NC spielt mit einem Scout, GTF auch. Und der Rest sind wieder komplett Heavies. Wie man ja bei den letzten paar Matches schon gesehen hat, ist es eigentlich relativ unberechenbar, wie man auf dieser, also wie der Gegner auf dieser Map hier fährt. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten. Wobei sich aber meist eigentlich das Hauptgeschehen hier direkt am Cap abspielt. So, auf jeden Fall spielen wir hier. NC spielt mit einem WZ-132, also einem Scout, mit zwei IS-3, mit einem Objekt 252, einem Patriot, einem Löwen und einem AMX 50-100. Und GTF spielt auch mit einem Scout, also LTDB, mit drei IS-3, mit einem 252 Objekt, mit einem Defender und einem Glory IS-5. So, ich probiere jetzt mal die Kameraperspektive so zu drehen, dass auch wirklich jeder was sehen kann. Man sieht jetzt auf jeden Fall schon mal, dass hier der WZ-132 von NC, ja, der geht jetzt auch gleich schon auf, ist auf die Halbinsel hier oben gefahren, hat jetzt noch Backup hier von Wesley mit seinem AMX 50-100, während GTF erstmal den Scout hier. Oh, im eigenen Dorf ein bisschen stehen lässt auf der Achterlinie und die Heavys ziehen anscheinend so Richtung Cap schon mal, wobei die restlichen Heavys von NC jetzt auch Richtung Cap ziehen. Jetzt werden gleich die ersten Panzer aufgehen, jetzt bin ich mal gespannt. Ah, beide Teams noch relativ aufgeteilt, wird sich jetzt aber bestimmt gleich ändern. Zille scheint hier noch als Backup zu stehen, kann eventuell dann von rechts über die Flanke wirken. Schauen wir mal. Ich denke mal, jetzt wird. Okay, von NC kommt schon das Go Richtung Cap und jetzt werden gleich die ersten Panzer aufgehen. Jetzt werden gleich die ersten Panzer aufgehen. Sind wir mal gespannt, was jetzt hier passiert. Ah, noch alles ziemlich bedeckt, noch alles ziemlich bedeckt. Die
Der Scout von GTF scheint noch ein bisschen unbeteiligt darum zu stehen. Es geht auch schon Jaximus auf mit seinem Patriot. Aha, okay. Ja, halten sich noch alle etwas bedeckt. Der Löwe Flips ist jetzt auch offen. Und hinten ist Zille sogar offen. Okay. Das Pferd versucht, Jaximus vielleicht ein bisschen weiter fortzufahren. Könnte ein Fehler sein. GTF könnte diesen Fehler nutzen. Machen sie aber nicht. Halten sich auch weitgehend jetzt zurück. Und jetzt ist eigentlich schon fast das komplette Heavy Team von, ja, GTF offen. Jetzt zieht auch der Scout von GTF nach. Und hier unten sieht man auf der Minimap, dass jetzt auch der Scout von NC nachzieht. Genauso wie der Heavy hier unten. Ziehen jetzt beide nach, versuchen jetzt eventuell GTF in den Rücken zu fallen. Bis jetzt hat nur Flips eine Schelle kassiert, genauso wie Zille. Hahaha. Weiß jetzt nicht, was ich jetzt groß sagen soll. Im Moment passiert hier nicht viel. Okay, Zille hat jetzt nochmal eine kassiert. Oh, beide Teams halten sich doch relativ zurück. Wobei hier hinten geht jetzt, glaube ich, die Action ab. Hier der LTDB. Oh, okay, schönes Fokusfeuer von NC. LTDB ist raus. Jetzt weiß aber auch GTF, dass von hinten jetzt ein Scout kommt und ein Heavy. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die mit der Situation umgehen. Weil theoretisch könnte jetzt NC ein bisschen pushen. Also wie es aussieht, machen sie das jetzt auch. Und von hinten müssten dann jetzt einfach nur die zwei anderen Panzer hier, Maggie und Wesley, nachziehen. Oh, da brennt auch schon Roger Whittaker wieder. Der wird jetzt rausgefokust und da ist er schon weg. Flips ist auch nicht mehr so ganz voll. Kann jetzt theoretisch von Istan Daddy und Pia rausgenommen werden, der Löwe. Aber sieht ein bisschen, ja, nur ein bisschen zögerlich aus, was hier so passiert. Der müsste jetzt eigentlich schon raus sein, der Flips. Okay, Panic Records ist jetzt auch ziemlich low life, wird auch direkt rausgenommen. In der Zwischenzeit ist natürlich auch schon Silence raus von GTF. So, und jetzt sieht es eigentlich schon relativ gut aus für NC. Ja, also die Flankentaktik von hinten hat funktioniert, ist aufgegangen. Und deswegen denke ich mal, dass die erste Map jetzt auf jeden Fall an NC gehen wird. Ja, da hat es... Ah, ja, da waren auf jeden Fall Pierre. Pierre war zu viel beschäftigt. Genauso wie ist dein Daddy mit dem Flips hier. Die haben den leider nicht früh genug rausnehmen können, den Löwen. Ja, und dann hatte natürlich NC genügend Zeit, sich gut in Position zu bringen, die anderen Panzer rauszunehmen. Ja, und jetzt steht es auf jeden Fall schon mal 1:0 für NC. Man sieht auch, es ist nur ein Panzer draufgegangen von LC, das war der Löwe. Damage ist auch bei NC sehr gut verteilt. Bei GTF, ja, auch gut verteilt, aber leider ein bisschen wenig. Aber gucken wir mal, ob sich eventuell GTF ein bisschen jetzt umorientieren wird. Vielleicht eine neue Taktik, vielleicht direkt jetzt mal aggressiver. Hintenrum vielleicht, wie man es mal bei TOD gesehen hat, dass man über die hinter der Halbinsel da unten lang fährt. Oder eventuell sogar zwei Scouts jetzt ins Spiel kommen. So, jetzt gibt es einen kurzen Seitenwechsel.
So, es sind immer noch keine Panzer ausgewählt. Nee, jetzt kommt der erste Panzer. Ah, okay. Das ist auf jeden Fall schon mal, dass diesmal N10 anderen Scout nimmt. Vielleicht nimmt es auch einen zweiten Scout. Weil Wesley hatte ja, meine ich, letzte Runde. Ja, sie nehmen den zweiten Scout, weil Wesley hatte ja letzte Runde den AMX-50-100. Jetzt fahren sie mit einer 2-Scouter-Taktik. Gucken, ob GTF da irgendwas eventuell verändert am eigenen Setup. Nein. Setup bei GTF bleibt das gleiche. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich gehe mal davon aus, dass NC jetzt mit den 2 Scouts ein bisschen offensiver fahren wird. Also Wesley und Magi werden auf jeden Fall wohl zusammenfahren. Mal schauen, ob sie sich vielleicht ein bisschen aufsplitten und werden hinten vielleicht über die Flanken ein bisschen für Chaos sorgen. So. Zur Aufstellung. Also, GTF spielt mit einem LTDB, mit 3 IS-3, einem Objekt 252, einem Defender, einem Glory IS-5 und NC spielt mit einem M4190, mit einem WZ-132, also mit 2 Scouts, mit 2 IS-3, einem Objekt 252, einem Patriot und einem Löwen. So, man sieht jetzt schon mal direkt, aha, was passiert hier? NC, NC, was machen sie? Fahren so hoch auf die Insel, auf die Halbinsel hier. Ja, sieht so aus, als würden die Scouts da direkt hochfahren. Ja, während GTF jetzt mal ganz gemütlich jetzt erstmal die Einzellinie hochfährt, wahrscheinlich auch Richtung Cap. Also der ganze Heavy Pulk von NC fährt auf jeden Fall schon mal Richtung Cap, so wie das jetzt hier aussieht. Oh. Die Scouts warten jetzt erstmal ab, machen erstmal nichts auf, wissen aber dann ungefähr, wo sich der Feind hinbewegt. Es könnte eventuell GTA, okay, da ist schon Pierre offen, jetzt mit seinem, oh, ist dein Daddy ist auch, wo ist dein Daddy, ist auch schon offen, Silence ist offen. Eigentlich ist jetzt fast der komplette Heavy Pulk von GTF aufgegangen. Ja, und bei NC wurde nur Magie aufgedeckt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie jetzt beide Teams reagieren. Ja, NC zieht auf jeden Fall schon mal absolut direkt Richtung Cap. Wird jetzt versuchen, hier vielleicht ein bisschen zu verschanzen, ein bisschen abzuwarten, schönes Positioning zu kriegen und auf GTF zu warten, zu gucken, wie die sich positionieren. Jetzt müssen da unten natürlich die Scouts. Oh, Jaxi ist schon mal aufgegangen. Oh, schönes Fokusfeuer müsste jetzt kommen. Aber die können nicht auf ihn wirken. Die können nicht auf ihn wirken. Jaxi hat es noch in Sicherheit bringen können. Pierre fährt jetzt rein. Pierre fährt jetzt rein und kriegt er jetzt ein paar Schellen. Einen hat er schon bekommen. Einen hat er schon bekommen. Ah, die nächsten nur leider in die Ketten. Ohne Auswirkung. Oh, und GTF pusht jetzt hier komplett durch. Aber Pierre ist jetzt rausgefokust worden. Von hinten kommen jetzt gleich die 2 Scouts. Und werden wahrscheinlich versuchen, erstmal den LTDB rauszunehmen, eventuell auf Roger Whittaker noch zu wirken. Ah, da ist jetzt auch schon der nächste raus, und zwar ist sein Daddy. Ist jetzt auch rausgegangen mit dem IS-3. Ah, hier sieht man wieder wunderschönes Fokusfeuer von NC. Wirklich wunderschön, muss ich ganz ehrlich zugeben. Jetzt komplett auf Silence. Silence wird wahrscheinlich der nächste Panzer sein, der drauf geht. Ja, jetzt kommt der nächste Schuss. Ah, okay. Okay. Hat nicht ganz geklappt. Er hat sich auch gut in Position bringen können, noch. Aber ich denke mal, jetzt der nächste Schuss. Ja, das war's dann jetzt auch. DB Franz ist jetzt auch One-Shot. Der LTDB ist raus. Das heißt, die 2 Scouts von NC können sich jetzt ganz gemütlich auch mit um die Heavys kümmern. Als nächstes wird jetzt wahrscheinlich Panic Records draufgehen. Und dann wird wahrscheinlich Fokusfeuer ja, entweder auf die IS-3 gehen, weil der noch relativ low-life ist. Oder auf Roger Whittaker. Wobei ich eher denke, dass sie zuerst mal die IS-3 rausnehmen. Ja, da wird jetzt schön gerudelt. Ja, und das war's dann auch schon für GTF. Ja. Also krasses Pushing auf jeden Fall von Seiten GTF. NC hat diese Situation gut nutzen können, vor allen Dingen auch mit den 2 Scouts. Mal neue Taktik von hinten flankiert. Man sieht jetzt auch beim Denken, ja. Diesmal sieht es ein bisschen besser aus bei GTF, also besser als in der vorigen Runde, aber dennoch hatten sie tatsächlich doch keine Chance gegen NC. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was die nächste Map hergibt. Als nächstes wird ja jetzt Ruinberg gespielt.
Schauen wir mal. Also im Prinzip steht es jetzt gerade 2 zu 0 für GTF. Aber es kann ja auch sein, dass GTF, also für NC steht es 2 zu 0. Es kann aber auch sein, dass GTF jetzt vielleicht die ein oder andere Map noch holen könnte, was natürlich in der Liga, also in der Tabelle, tatsächlich große Auswirkungen haben könnte. Jetzt warten wir mal ab. Bin ich mal gespannt. Oha, ich habe mich geirrt. Es wird natürlich Minen gespielt und nicht Ruinberg. Ruinberg wäre dann die letzte Map. So, und jetzt startet auch gleich Minen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es jetzt wieder ein reines Cap-Game wird. Wie lastig. Also kein Scout, kein Jagdpanzer. GTF spielt mit 3 IS-3, Objekt 252, einen Defender im Glory IS-5. Und NC spielt auch mit 3 IS-3, einem Objekt 252, Defender einem Löwen und einem AMX 50-100. So, man sieht jetzt schon, GTF hat natürlich Richtung Cap-mäßig ein bisschen Spawn-Luck gehabt, wenn ich das mal so sagen darf. Während eigentlich das komplette Team von NC ein bisschen weiter hinten gestartet ist, aber NC macht das, denke ich mal, nichts aus. Man sieht hier schon, ein Löwe fährt hier hoch auf den Hill. Hier hinten haben wir noch den DB Franz im Objekt 252, der versucht jetzt irgendwie die 4er-5er-Linie klar zu halten. So. Und jetzt wird es gleich losgehen. GTF komplett erstmal Richtung Cap. Noch ist kein Panzer hier offen im Cap. Jetzt ist der erste offen. Ja, okay. Jetzt gehen sie langsam alle auf. GTF steht jetzt auf jeden Fall schon mal mit, ja, 3 Panzern. Der vierte Panic Records ist so ein bisschen außerhalb. Versteckt sich ja gut hinter dem Haus. Im Cap. Hier. NC versucht natürlich zu wirken. Wobei jetzt hier ich auch sehe, die haben jetzt auch den Hill erobert mit einer IS-3 und dem Löwen. Ja, der Objekt 252 kann jetzt eigentlich nicht wirklich irgendwas machen. Jetzt wird NC hier wahrscheinlich versuchen, vom Hill auf den Cap zu wirken und von hinten eventuell einzugreifen. Wo die ersten Shots sind auch schon gelandet. Roger Witteka wird jetzt wahrscheinlich auch gefokust, ob er was machen kann. Er steht jetzt hier halt ziemlich gut. Steht schon ziemlich gut, aber jetzt geht er raus. Jetzt könnte er gleich rausgenommen werden.
weiß jetzt, jetzt ist er auch schon draußen. Wesley ist auch gleich rausgeflogen. Auf jeden Fall schönes Fokusfeuer von beiden Seiten. Das Problem ist, ich weiß halt irgendwie, es könnte sein, dass es jetzt bei mir leckt oder bei euch allen. Mittlerweile ist DB Franz jetzt auch schon mit reingefahren, versucht jetzt irgendwie von Silence das Feuer für Silence das Feuer auf sich zu ziehen. Awu ist raus in seinem Defender. Jetzt hat Zille, ist jetzt auch noch Two-Shot. Sollte sich jetzt auch nicht mal zu arg zu weit rauswagen, weil nämlich Romagnoli jetzt von der Seite kommt. Ah, und er hat ihn auch gleich rausgenommen, Zille. Okay. Jaximus ist natürlich jetzt auch sehr angeschlagen, obwohl er jetzt hier oben auf dem Hill steht. Aber natürlich haben die beiden hier schon ein gutes Schussfeld auf dem Cap. Pierre hat jetzt auch schon ein paar Schellen gefangen. Allerdings ist jetzt hier unten NC in der absoluten Unterzahl. Theoretisch müsste GTF jetzt die Zange zuziehen, versuchen, ah nee, da ist Pierre schon draußen, ist dein Daddy, wird wahrscheinlich auch als nächstes drauf gehen. Ah, die Zange hätte schon früher zugezogen werden müssen, jetzt ist dein Daddy auch schon raus. Jetzt wird Romagnoli rausgenommen eventuell. Ja, schauen wir mal, weil die zwei hier oben auf dem Hill können nicht wirklich wirken, die fahren jetzt auch gleich runter direkt. Versuchen jetzt in den Cap mit reinzufahren. Als nächstes wird wohl entweder Silence drauf gehen. Ja, ich denke schon, dass Silence jetzt dran glauben muss. Wenn das Fokusfeuer passt. Oh, 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 oh. Da ist schon wieder der nächste von NC rausgegangen. Ah, jetzt ist die Frage. Jetzt ist eigentlich. Okay, das war's auch schon. Silence jetzt One-Shot. Ah. Spannendes Game. Also jetzt kommt es wirklich darauf an, wie gut das Fokusfeuer ist. Flips könnte jetzt auch bald draußen sein, weil Panic Records auch sehr gut auf ihn wirken kann. Ja, und da ist er jetzt auch schon raus. Und jetzt ist es 2 gegen 1. Magi ist eigentlich noch relativ gut am Start, was Strukturpunkte angeht. Könnte Silence One-Shot rausnehmen. Ah, prallt aber leider ab. Prallt ab und kriegt jetzt gleich eine Schelle schon mal rein. Ah, jetzt wird es schwierig für Magi. Zieht sich jetzt auch ein bisschen zurück, aber kann noch Silence rausnehmen. Jetzt sind beide relativ gleich auf von den HP-Punkten her. Jetzt kommt es drauf an, wer setzt die richtigen Shots an die richtige Stelle. Also hier spielt jetzt gerade ein ES3 gegen eine Glory ES5. Ha, jetzt bin ich mal gespannt. Panic hat auf jeden Fall schon mal eine kassiert. Magi jetzt auch, aber Magi ist schneller im Nachladen und könnte jetzt theoretisch mit einem guten... Glaube ich nicht. Ah, vorbeigeschossen. Die Chance jetzt für Panic Records. Ah, schießt auch vorbei. Ach, was ist denn das jetzt für ein Match? Das ist ja richtig, was für ein Duell. Da muss ich mal näher rangehen hier. So. Ah, da haben sie sich verkeilt. Ganz schön. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, das wird eng jetzt für beide Teams. Also jetzt kommt es drauf an, wer pusht richtig. Oh, da hat auch schon Panic Records die erste gefangen. Ah, jetzt müsste eine HE. Eine HE könnte eigentlich ausreichen jetzt für... ja, und Panic ist raus. Somit geht diese Runde auch an NC. Ja, und jetzt steht's 3:0 für NC. Auf jeden Fall gutes Game von Silence und sehr gutes Game von Magi. Also 4000 Damage macht man im 7 gegen 7 nicht unbedingt sehr oft. So, Seitenwechsel und dann geht's auch gleich wieder weiter. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wieder mit einem kompletten Heavy-Setup gespielt wird. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass NC vielleicht jetzt mit einem Scout kommen könnte. Wobei es war halt diese Runde sehr knapp.
Es war sehr, sehr knapp. Also auf jeden Fall Matchball auf Seiten von NC jetzt in dieser Runde. Aber ich würde mich eigentlich auf eine Runde Ruinberg oder zwei Runden Ruinberg freuen. Sind wir mal gespannt, was jetzt hier als nächstes aufgedeckt wird. So, und auf geht's in die nächste Runde. Sieht schon vom Setup her wieder beide Teams komplett nur auf Heavies. NC spielt mit 3 IS-3, einem Objekt 252, zwei Defendern und einem AMX 5100, während GTF mit 3 IS-3, zwei Objekt 252, einem Defender und einer Glory IS-5 wieder spielt. So. Man sieht jetzt auch schon, NC ist diesmal, ja, ein bisschen unlucky, wobei aber der Defender und der IS-3 doch relativ schnell sind. Aber ich sehe jetzt hier auch gerade, dass Wesley sich mit seinem AMX 5100 da doch dann Richtung 4er-5er-Linie aber eventuell wo, also bewegt. Eventuell wissen die, dass sie jetzt von GTF wieder Richtung Cap ziehen und versuchen dann wahrscheinlich mit einer Zangenbewegung hier die von hinten nochmal zu attackieren. Eventuell die ein bisschen zu verwirren. Jetzt sehe ich auch schon, die ersten Panzer sind offen. Roger Wittig hat noch schon mal direkt eine gefangen. Schon die zweite. Jetzt sollte er sich nicht allzu weit rauswagen. Das wird schwierig. Ah, da ist er schon gleich raus. Ja, da hätte er ein bisschen warten müssen. So, jetzt ist DB Franz der nächste, der offen ist. Ah, sehr gutes Feuer, Fokusfeuer von NC. Definitiv. Afju hat schon eine gefangen. Ah, nee, okay. IS-3 und Defender fahren auf jeden Fall auch vorne rum, während der AMX 5100 jetzt gleich von hinten kommt. Ah, DB Franz müsste jetzt als nächstes rausgenommen werden, eigentlich. Aber anscheinend zieht sich das Feuer im Moment gerade auf Zille. Okay, aber DB Franz zieht sich jetzt auch ein bisschen zurück, aber kriegt jetzt wahrscheinlich die nächste Schelle von hinten, vom AMX 5100. Oh. Da geht es jetzt richtig ab hier. So, und da ist der auch schon raus, der DB Franz, von Wesley rausgenommen. Der müsste jetzt noch ein paar Mumpeln im Magazin haben. Panic Records ist eigentlich auch schon One-Shot. Der sollte sich auch nicht allzu weit rauswagen. Kann aber von hinten rausgenommen werden, auch von Wesley. Pierre ist jetzt auch schon raus. Silence ist auch One-Shot. Ah, Wesley kann von hinten ganz schön wirken. Sehr gut. Hat den nächsten jetzt auch rausgenommen. Jetzt ist eigentlich, ja, DB Franz noch da. Der wird jetzt auch gleich auseinandergenommen. Und dann war es das, glaube ich, auch schon für GTF. Ist denn Daddy ist jetzt auch nur noch One-Shot. Sehr schön gespielt. Aber auf jeden Fall von beiden Seiten sehr schön gespielt. Aber bei NC hat auf jeden Fall das Fokusfeuer extremstens gut gepasst. Somit steht es jetzt 4 zu 0 für NC. Und ja, damit haben sie diesen Clan War gewonnen. Gehen wir mal ganz kurz rüber in die Lobby und hören uns mal an, was die Leute jetzt dazu sagen.
Hallo. So. Hallo. Ja, Glückwunsch, habt das schön gemacht. Habt ihr uns niedergemetzelt. Ja. Also nochmal vielen lieben Dank an beide Clans. War ein sehr interessantes Match. NC hat auf jeden Fall extrem gutes Fokusfeuer gehabt. Möchte mich jetzt auch hier ganz kurz verabschieden hier aus der Live-Übertragung und wir sehen uns das nächste Mal.